So, Freunde und Freundinnen, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Quarry. Die 12. müsste es sein. Spielen hier aktuell Laura. Wir haben mit live mit angesehen, wie unser geliebter Max sich in den Werwolf verwandelt. Ereignisse in der letzten Folge haben sich massiv überschlagen, finde ich. Ich komme teilweise überhaupt nicht mehr hinterher. Ich würde sagen, in die Richtung von Max gehen wir vielleicht erstmal nicht. Wir gehen erstmal hier ein bisschen in die Polizeiwache. Bisher kennen wir von der Polizeiwache auch noch nicht viel. Wir kennen halt unten den Zellentrakt, in dem ja Max und Laura immer eingeschlossen waren. Und dann können wir oben den Verhörraum. Boah. Okay, ich will hier nichts übersehen. Deswegen gehen wir in jeden einzelnen Raum rein. Okay, Spiegel. Spieglein an der Wand. Okay, hier ist nix. Ich hoffe tatsächlich, dass Max in dieser Zelle erstmal eingesperrt bleibt. Hab ich vor allen Dingen für Laura auf der anderen Seite. Ich glaube, in dieser Sequenz kann ich Laura gar nicht zum Tode bringen. Ne, raus wollen wir noch nicht. Weil dann könnt ihr uns das ja nicht mehr erzählen, also. Was versteckt er? Eieiei, das war so ein Heulen auch, ne? Da hat gerade irgendwas geblitzt hier, ne? Habt ihr das auch gesehen, da vor uns? Aber, Also das ist zum ersten Mal wieder auch eine Sequenz, die ich wirklich auch so ein bisschen gruselig finde, muss ich gestehen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, so diese Werwolf-Thematik finde ich nicht gruselig. Also ich finde halt verschlossen. So... Klar. Aber ich kann Max nicht verlassen. Besser weitersuchen oder zurück in meine Zelle und warten? Nee, wir gucken erstmal noch ein bisschen weiter. Also wie gesagt, ich finde so Werwolf... Zombie-Vampir-Thematiken finde ich alle nicht gruselig. Also das ist, finde ich, das ist halt Splash Fuck. So viel. Ich muss mich bald ausruhen. Wieso das denn? Endlich können wir einen Raum begehen. Also das finde ich halt nicht gruselig. Aber hier so diese Cinematik hier, die finde ich schon gruselig. Ei, was ist das denn? Ha, Muttersöhnchen. Was denn? 56. Sein Geburtsjahr war dann 1965. Tja. Vielleicht sollte die Zahl uns was sagen, ich habe keine Ahnung. Text einblenden. Herzlichen Glückwunsch, Sohn, alles Gute. Schon 56, wo ist nur die Zeit geblieben? Bist ein guter Junge, Travis. Herzlichen Glückwunsch, in liebe Ma. War doch süß, also. Finde ich süß. Keine Ahnung, ja gut, auf der anderen Seite, wir sind auch nicht... wochenlang von diesem Typ eingesperrt und malträtiert worden. Vielleicht finden wir es dann auch nicht mehr so süß. Apropos, wir gucken uns mal Wege. Wir haben neue Wege. Laura und Max. Laura versuchte Max zu helfen, bla bla bla, haben wir. Max war bla bla bla. Laura fühlte wegen des Absageschreibens mit Max. Okay, das ist jetzt nicht so der heftige Weg, ne? Sonst haben wir noch nichts Neues mehr, okay. Also das sieht hier aber auch aus, als ob hier wirklich schon länger kein klassischer Polizeibetrieb mehr wäre, oder? Also alles sehr zur Seite geräumt, da ist eine verbrannte Polizeimarke oder so. Wer das mal trug, dem geht's nicht besonders toll. Na, verpulter Sheriff, denn ihr seid da. So, jetzt kann ich mir das wahrscheinlich wieder ja, so anschauen. Also wenn es da irgendwas gibt, was ich machen kann, dann schreibt's gerne in die Kommentare, weil ich weiß nach wie vor nicht, wozu man diese zweite Detailansicht hat. Also, weil... Ja.
verkohlter Sheriffstern. Dieser alte Sheriffstern wurde durch Feuer stark beschädigt. Gehört er dem jetzigen Sheriff oder einem seiner Vorgänger? Und da hatten wir offensichtlich schon mal was zu gefunden. Der frühere Sheriff kam bei dem Brand vor 6 Jahren ums Leben. Das war vermutlich seiner. Travis muss sein Nachfolger sein. Aber woher haben wir das mit dem Brand denn schon wieder? Okay, also hier, das bedeutet offensichtlich, dass wir zu einem Hinweis, den wir noch finden müssen, schon einen Folgehinweis gefunden haben. Okay. Haben wir denn bei bekannten Hinweisen schon Folgen? Nee, ne? Das würde uns ja vermutlich aber auch angezeigt werden, denke ich mal. Nee. Okay, krass. Ich sollte schlafen. Ja, also ich glaube fast, dass diese Hinweise... Also nicht, dass uns Lover jetzt gleich hier vor Erschöpfung hinfällt. Ah, das sind die Betäubungsspritzen. Haben wir da nicht eine Vision damit gehabt? Muss er mich betäubt haben. Da hatten wir doch eine Vision, oder? Gucken wir gleich mal. Ich versteck's in der Zelle. Ja, ja, ja. Okay, wir gucken hier nochmal rasch, ob es hier sonst noch was gibt. Zackidi, zackidi, zack. Okay, dann gehen wir jetzt in die Zelle zurück und schlafen, weil sie hat ja jetzt bei jedem Raum, aus dem wir wieder rausgegangen sind, gesagt, so, oh, ich bin so müde, ich sollte schlafen. Vielleicht sollten wir uns dann wirklich auch hinlegen mit der armen Laura. Ich meine, die hat gerade ihr Auge auch verloren, ne? Von ihrem eigenen Freund rausgerissen. Brutal. Max ist da völlig wütend in seiner Zelle auch noch. Also, gut, wir gucken mal eben noch einmal hier ganz schnell links. Hier war ja auch noch mal eine Tür, aber da kommen wir wahrscheinlich eh nicht raus, ne? Ne. Gut, dann gehen wir zurück in die Zelle und legen uns schlafen. Ich meine, in dieser Vision hätten wir doch gesehen, wie sie den Polizisten mit dieser Spritze betäubt und die beiden dann fliehen können. Von daher wird das wahrscheinlich jetzt als nächstes gleich passieren. Okay, was gab's denn hier nochmal? Ach, hier war dieses Gedicht, ne? Wie der Wind in North Kilrower. Bla bla bla. Das haben wir uns schon angehört. Okay, und hier, was können wir da in der Ecke nochmal machen? Ah, da können wir jetzt wahrscheinlich die Spitze. Na, wie komme ich denn da jetzt hin? Also das ist ja jetzt ja selten blöd von der Steuerung. Okay, so könnte ich einfach machen. Da können wir jetzt die Spritze verstecken, ne? Perfekt. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, dann legen wir uns jetzt hin. Oder setzen uns. Ne, wir haben alles angeguckt. Ich würde sagen, wir schlafen. Sagst du mir, was passiert ist? Warum sagen Sie es mir nicht? Was machst du hier noch? Wir haben noch was zu klären. Ach was? Sie sagen mir auf der Stelle, was genau hier wirklich vor sich geht. Ist das klar? Ist das klar, Sir? Warum sollte ich? Weil ich schon fast zu Hause sein könnte. Bin ich nicht. Weil ich für Max da sein will. Vielleicht kann ich ja helfen. Umdrehen, Hände an die Wand. Im Ernst jetzt? Ich bin zu müde zum Streiten. Oh. Oh. Ich auch. Zum Glück haben wir die Spritze versteckt, Freunde. Sonst hättet ihr die jetzt gefunden. Glücklich? Und, ja, das wär's dann wieder mal gewesen. Ich mach uns Kaffee. Auf einmal ist er voll freundlich. Ja, aber wie kommen wir denn jetzt raus? Hallo?
Was soll das? Max. Was ist das? Sieh es dir an. Jetzt. Das ist bestimmt so ein Video von der Überwachungskamera, wo er sich jetzt selber anschauen muss, wie er sich verwandelt hat, oder? Gut sauber gemacht. Also, das Auge. War schwerer, als es im Lehrbuch aussieht. Vor allem, wenn niemand dabei hilft. Du bist vom Fach. Tiermedizin. Und nein, noch nicht. Und das werde ich wohl auch nie. Wir sitzen hier für immer. Weißt du, man weiß nichts. Nur weil man es weiß. Oh, weißt weise. Was? Ich bin nicht. Es ist nicht, wie es aussieht. Geht das vielleicht ein bisschen genauer? Du und Max steckt genauso in der Klemme wie ich. Oh, ist ja vielleicht auch ein Werwolf? Meine Leute, wir wollten keinem wehtun. Wir wollen nur überleben wie jeder andere, verstehst du das? Oh, stellt euch das mal vor, was das für eine heftige Wendung wäre, wenn er auch ein Werwolf wäre. Er ist der Oberwerwolf. Wir machen dem ein Ende für alle Zeit. Ja, oder auch nicht. Aber für einen kurzen Moment habe ich den Gedanken gemacht. Ja. Okay. Dann beenden wir es. Oder wir verbrühen uns gerade mit dem? Lassen Sie Max und mich frei und wir holen Hilfe. So meinte ich das nicht. Oder ist Mr. Hackett ein Werwolf? Sie bitten ernsthaft um meine Hilfe? Du musst gar nicht mir helfen. Tu es einfach für Max. Und ich bekomme, was ich brauche. Mal sehen, wie schlau du wirklich bist. Was ist das? Lies es einfach. Um was geht es denn? Lies es. Scheint voll der Mond hoch in der Nacht, so wird das Monster hervorgebracht. Die Opfer starr, vor Schreck ganz blass. Es jagt das Blut, doch scheut das Nass. Ah, das wissen wir, mit dem Swimmingpool. Und fällst auch du dem Fluch anheim, nimm mit Silber des Ersten sein. Bei Vollmond noch vor Morgenrot, schlagt des Fluches Quelle tot. Der Fluch lässt dich alsbald allein, gar harmlos wird des Vollmonds Schein. Okay. Yep. Wir müssen wohl... ja, das machen wir. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich echt dumm ist, aber das machen wir. Das war ein Fehler. Bitte. Ich wollte dir trauen. Gib her. War das wirklich ich? Gib sie her! Hey, er scheint wirklich ein Video von sich gesehen zu haben, wie er sich verwandelt hat. Okay, wir müssen offensichtlich, gut, das mit der Waffe war, glaube ich, wirklich dumm. Tut mir leid, Laura. Shit! Du wolltest seine Waffe? Nein!
Vielleicht ein bisschen, aber sie war so nah, ich musste es tun. Laura! Max, was dachtest du denn, was ich tue? Er war kurz davor, dir was zu zeigen. Das war jetzt wirklich dumm. Was war es genau? Nur Laura, ein alter Mann. Scheißreim. Klingt logisch. Mann. Boah, das ist schwierig. Zu ihr passt eigentlich das Angespanntsein, aber... Alles ärgert mich gerade wirklich. Aber ich finde, es hat zu Laura halt gepasst, so, weil sie hat ja die ganze Zeit schon so ein bisschen gegen ihn und hat immer versucht zu fliehen. Und deswegen fand ich, hat das zu ihr gepasst, dass sie versucht, die Waffe zu nehmen. Aber dadurch sind wir halt in der Story echt jetzt wieder einen Schritt zurückgegangen, weil sonst hätten wir jetzt, glaube ich, wesentlich mehr erfahren. Aber es ist blöd. Naja, wir glauben ihm. Ich glaube ihm. Sag mir bitte nicht, dass du ihm jetzt vertraust. Hab ich nicht gesagt, aber ich glaube ihm das mit dem Reim. Der dreckige Lügner hat uns entführt, Laura. Wir dürfen dem Wichser nicht ein Wort glauben. So, es ist nur eine Hypothese, aber ich glaube, dass du den vor dir töten musst, um geheilt zu werden. Den vor mir? Was soll das sein? Du wurdest gebissen und wirst erst gesund, wenn dieser jemand tot ist. Klar. Aber das geht nur bei Vollmond. Das sagt uns ein alter Reim. Korrekt. Und wie? Ich weiß nicht. Aber wer auch immer dich da in diesem Keller gebissen hat, lebt noch. Ansonsten... Laura, hör uns mal zu. Worüber reden wir hier eigentlich? Wir besprechen jemanden zu töten. Ich weiß nicht. Nein. Möglich. Obwohl... Genauer gesagt, hypothetisch jedenfalls, würden wir keinen Menschen töten, oder? Ja. Krass. Also ich hab den, Ich weiß, dass sie hier sind. Wer? Die Betreuer, die nicht ankamen. Woher weißt du? Oh, da kommt Mr. Hackett. Bobby war das. Sagte, du hast ein verlassenes Auto. Verschrottet. Ich dachte mir den Rest. Mist. Wieso? Was denkst du, Chris? Scheiße, Travis. Sie sind nur hier, das ist übel. Du hast einen gebissen, Chris. Was sollte ich denn machen? Chris Hackett ist ein Werwolf. Was war das? Oh! Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay, also Chris Hackett ist der Werwolf, der Max gebissen und verwandelt hat. Das heißt, wir müssen Chris Hackett töten. Holy moly, das wird ja hier immer... Ich mach das schon. Hättest du schneller gehandelt, wären sie nicht im Camp gewesen. Schon mal daran gedacht? Hätte ich gehandelt, wärt ihr alle im Knast. Schon mal dran gedacht. Das waren Bobby und Caleb und du weißt das. Den Wanderern und dann der verdammte Journalist. Verdammt, Travis, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist eigentlich mit wir schaffen das zusammen? Hallo, ist die ganze Hackett-Familie? Shit, Mann. Das sind alles Werwölfe, krass. Mein Büro. Caleb wussten wir schon. Nee, Kaylee... Ich vergesse immer, wer das Mädchen und der Junge war. Ich glaube, Kaylee war das Mädchen, Max! Ne? Die ist ja Max! Tot im Pool. Aha. Was ist Werwolf denn? Werwolf gewesen, offensichtlich. Travis Chris war eben Hackett. Im Flur. Hörst du? Der Cop. Und? Mit Chris Hackett. Und Chris Hackett ist auch Wollt ein Werwolf. Wollt ihr uns rauslassen? Nein. Krass. Er ist der Werwolf. Max, Chris Hackett hat dich da unten im Sturmkeller gebissen. Unglaublich, wer hätte das gedacht? Ja, ich schon mal nicht. Also, naja, wenn ich überlege, ich schon. Hast du aber nicht. Alles macht Sinn. Deshalb war Chris Carra an der Lodge damals. Travis wollte ihn decken. Deshalb folgt er uns und deshalb wusste er von dem Werwolf in dem Sturmkeller. Das war sein verfluchter Bruder, Gott, so offensichtlich. Wenn Chris mich gebissen hat, dann... Müssen wir das Chris ist die töten. Heilung. Krass. So heilen wir dich. Himmel, Laura, denken wir gerade dasselbe?
Am Morgen verschwinden wir von hier. Ja. Ich hole mir Travis' Waffe und töte Chris Hackett. Verdammt guter Plan. Hey, hey! Hilfe! Laura braucht Hilfe! Laura braucht Hilfe! Oh Gott. Ich komme gar nicht dazu, zusammenzufassen, was wir gerade alles erfahren haben, weil hier alles so Schritt auf Schritt, das geht Laura, hier alles... Alles okay? Holy shit. Gott, verdammt. Jetzt müssen wir bestimmt hier Quicktime-Events machen. Was zur Hölle ist hier los? Laura! Habe ich geschafft? Wir haben's. Freunde, wir haben's. Wir haben die Vision erfüllt. Travis Hackett ist betäubt. Laura und Max können fliehen. Ausgezeichnet. Ich dachte schon, du wärst echt krank. Vielleicht sollte ich Schauspiel als Hauptfach wählen. Das wäre ein bisschen drüber. Wir sollten gehen, bevor er aufwacht. Ja, abhauen, los. Dass wir das geschafft haben, Freunde, ich bin stolz auf uns. Oh, das sind Schritte, oder? Wir sollten zusammenpacken. Wo sind Silberkugeln? Er muss sie irgendwo haben. Silberkugeln, ja, holy shit, wo sollen wir die denn finden? Oh Gott! Was ist los? Ich dachte, da wäre was. Etwas ist hier. Nein, nein, da ist was. Hilft die uns? Es kommt von hinter dieser Tür. Er hört das auch. Sie taten uns das an. Töte sie alle. Oh Gott. Ey, das wird ja immer abstruser hier. Jetzt sind wir auch noch mit denen verbündet oder wie oder was oder wo? Das wird ja hier immer alles noch. Alle immer, wenn man denkt, krass, kommt einer und sagt, ja, aber jetzt wird's noch krasser. Ja, weil die haben uns jetzt wirklich geholfen, die Sachen zu finden. Hier ist keiner drin. What the fuck? Aber krass, dass Max das jetzt auch gehört hat. Er macht sie. Was ist das? Schrotpatronen. Er füllt sie mit Silber. Da war er also auf der Jagd. Ich schätze, die hier brauche ich dann wohl nicht mehr. Hey, ich hab's gerade erst gerafft. Wir sind frei. Ich würde sagen, sie ist ja die Starke in der Beziehung, ne? Weil das wissen wir von Anfang an, sie ist die Starke in der Beziehung, deswegen wird sie jetzt erst so ein bisschen so, ja, komm. Ja, das sind wir. Damit er denkt die so, damit zwei er Mut schafft. Wir sind verloren, ich meine? Aber wir können bald nach Hause fahren. Und wann genau? Heute Nacht. Wir fahren zu Hackett's Quarry und wir töten Chris Hackett. Boah. Oh. Und so kam ich hierher, zum Camp. Ließ Max auf der Insel.
war der sicherste Ort für ihn, umgeben von Wasser und so. Ja. Nur dumm, dass Emma da hingeschwommen ist. Meine Story. Schreit nicht alle durcheinander. Warte. Die Insel, also unsere Insel? Du meinst die im See? Ja, wieso? Weil Jacob, er ging hin und suchte nach Emma und ist noch nicht zurück. Keiner von beiden. Oh, scheiße. Ja. Solange sie nirgendwo rumschnüffeln, wo sie es nicht sollten, geht's ihnen sicher gut. Rumschnüffeln, wo er es nicht soll, ist Jacobs Superkraft. Das ist nicht gut. Nach meinem Besuch am Pool, wo ich Chris erschoss, ging ich zurück zur Insel. Ich dachte, Max wäre wieder normal. Aber... Wie Chris erschoss? Chris Hackett ist schon tot? Wann wurde denn Chris Hackett erschossen? Das habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. Habt ihr das mitgekriegt, Freunde und Freundinnen? Und haben wir das schon gesehen? Wir haben eine Leiche im Pool gefunden. Das war Kaylee Hackett. Die Tochter. Also entweder war das jetzt irgendwie ein Soundbug. Oder sie hat... Oh nein! Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, sie hat... Bei dem Werwolf kann man ja, glaube ich, nicht sehen, wer das ist, ne? Ich glaube, sie hat Kaylee Hackett erschossen und dachte aber, sie hätte Chris erschossen, weil sie nicht wusste, dass es mehr wäre. Ja, jetzt wird ein Schuh draus. Max! Hallo? Oh. Was geht hier gerade ab, Freunde? Sind wir jetzt der Werwolf? Oh ja, gute Idee. Sie kann nicht schießen, weil sie glaubt, dass das Max ist. Oh. Ein Dilemma. Ja, okay, krass. Also jetzt raff ich das, glaube ich, mit Chris. Der tote Werwolf war also nicht Chris. Ja, jetzt hat sie es mir nicht aufgehört. Das war gar kein Werwolf. Es war Kaylee Hackett, Chris' Tochter. Was es auch war, es war kein Mensch. Ja, okay, außer jetzt. Es krass. Hat sich danach zurückverwandelt, als ich auf der Insel war. Wieso hat dich Max dann nicht getötet? Oh, ich glaube, wenn wir denen jetzt die Bisshunde zeigen, dann werden die uns töten, oder? Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube, wir riskieren es mit Bisshunde zeigen. Wollte er. Bin entkommen. Das muss aufhören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Oh, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, aber Ehrlichkeit währt immer noch am längsten, ne? Was geht denn jetzt ab? Hallo?
Wer ist denn die Oma jetzt? Oh, wie ist denn da? Oh. Hallo? Wie ist unser neuer Gast? Riech ich nicht gut? Na los, beiß nur rein. Mach schon. So, was soll das? Tier. Krass, hier tun sich ja immer neue Entwicklungen auf. Oh Gott, loslassen! Lassen Sie mich los! Hände weg von mir! Oh. Ah, zu ihm passt flehend, auf jeden Fall passt zu ihm flehend. Lassen Sie mich frei, okay? Ich wollte das alles überhaupt nicht, bitte! Bitte! Oh mein Gott, warum antworten Sie nicht? Wollen Sie Geld? Ist es das? Denn mein Vater hat Geld. So richtig viel. Ich meine nicht wirklich, aber er besorgt es, ganz sicher. Bitte lassen Sie mich frei, bitte. Es tut mir leid. Oh Gott, bitte nicht! Schon zwei, Bobby. Ja, Bobby. Der Name fiel eben schon mal. Hey! Das ist ja einer von den Negern, stimmt. Hey! Hey, wo geht's hier hin? Hey! Hey! Der absolute Wahnsinn, was hier abgeht, Freunde und Freundinnen. Ach, das ist der Keller von der Lodge, oder? Boah. Also ich würde sagen, aber Freunde und Freundinnen, wir gucken uns schnell hier die Hexenszene noch an und dann beenden wir die Folge. Wir haben ja sowieso keine Karte gefunden. Ich freue mich stets, dich zu sehen. Ist auf Vergangenes zu schauen nicht dein Spaß? Ist ein übler Haufen, oder? Schon, ja. Sehen wir uns an, was du gefunden hast? Nix leider, sorry, Ma'am. Nichts zu zeigen, nichts zu sehen. Was soll ich dazu noch sagen? Finde die Karten oder tappe im Dunkeln. Such's dir aus. Entschuldigung. Tschüss. Wir zwei werden uns heute Nacht noch öfter wiedersehen. Ich freue mich darauf, solange du den richtigen Weg einhältst. Immer. Okay, Freunde. Ich hoffe, es bietet sich jetzt eine Gelegenheit, die Folge zu beenden, dass wir nicht direkt wieder in irgendeine struse Handlung gestoßen werden. Okay, jetzt sind wir im Kapitel 8. Der Bauch der Bestie. Wir sind hier draußen in der... Wo ist Chris Hackett? Halt's Maul! Wow, nett. Sie hat Kaylee umgebracht. Wir drehen uns im Kreis. Okay, passend. An dieser Stelle beenden wir dann an der Stelle die Folge. Lustig, das war doppelt. Es ist übelst krass viel passiert. Chris Hackett ist auf jeden Fall ein Werwolf, wissen wir jetzt. Kaylee Hackett war auch ein Werwolf, wussten wir jetzt auch. Das sind offensichtlich so die Anfänge der Werwolf-Geschichte. Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich baff, was alles so passiert ist. Und ich bin sehr gespannt, was noch alles passiert, weil es ist ja eine Wendung nach der anderen. Also zum Beispiel, wer ist die alte Frau eben in dem Käfigraum gewesen? Was haben die Leute mit Jacob vor? Also das ist wirklich, ja, es ist wirklich krass. Deswegen, ich würde sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.